7.9.2024. Der Fevo ist in der Ville bei Weilerswist beim Villelauf. Im Gegensatz zu den Vorjahren steht die Sonne jetzt ziemlich tief am Himmel, denn das Konzept hat sich geändert. Sonntag sind jetzt nur noch am Vormittag die Schülerläufe. 5 und 10 Kilometer sind jetzt samstags abends. Und da vorne kann man es vielleicht auch schon erkennen. Das neue Konzept ist nämlich ein Lichterlauf. Ich bin ja noch ein bisschen früh. Aber keine Spur von Streckenteilung. Ich könnte mir vorstellen, dass die 5 und 10 Kilometer dann auf der 5 Kilometer Runde machen und den Schlenker auf der anderen Seite vielleicht weglassen. Es ist zwar recht mild, ich komme ja auch noch ein bisschen ins Schwitzen hier beim Spazierengehen, aber es verspricht schon wesentlich angenehmer zu werden als die Volksläufe der letzten beiden Wochenenden, die ja ziemlich heiß geraten sind. Also wenn die Fotos heute nichts werden und der Film recht duster rüberkommt, dann müsste halt im nächsten Jahr selber kommen und euch das angucken. Meine Kamera hat nun mal begrenzte Fähigkeiten. Man hört Musik, man nähert sich dem Stadion. Und wie man sieht, habe ich richtig spekuliert, mal ausnahmsweise. Der Zehner folgt also zweimal der Fünferrunde, wie es scheint. Das ist ein gutes Indiz. Mit den alten Aufnahmen vergleichen, ist hier das Unkraut gelichtet? Kommt da was? Die besten Parkplätze für die Fahrräder. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis die Läufer in die Startaufstellungen gerufen werden. Los. Alle Starter heißt wirklich alle, also 5 Kilometer laufen, 10 Kilometer laufen. Und auch die Walker kommen bitte schon, halten sich aber bitte ein bisschen weiter hinten im Startbereich. Vorne fährt die Streckenkontrolle und jetzt ist auch Kilometer 1, wie ich es mir auch schon gedacht hatte. 1 und 6, beides ist jetzt auch nummeriert. Jetzt ist halt die spannende Frage, wie schnell es dunkel wird. Aber da vorne ist eine lichte Stelle. Da sollte ich zumindest auf der ersten Runde noch halbwegs brauchbare Fotos zustande bringen. Lassen wir uns mal überraschen. Hier an der Lichtung, bei fast wolkenlosem Himmel, sieht das jetzt noch ziemlich hell aus. Aber unter dem Blätterdach der Bäume wird es jetzt schon etwas duster. Hier kommen 15 und die 5 Kilometer Walking gemeinsam gestartet.
Prima. Prima. Super. Klasse. Prima. Hey, prima. Das ist so schön. Richtig toll, ja. So, wenn ich hier schon freihändig filme, liegt es daran, dass ich einen Blick in die Fotos geworfen habe, aber das Licht hat nicht gereicht, die Fotos sind alle unscharf, deswegen jetzt nur noch Film. Super.
Prima. Hallo. Super. Prima. Prima. Super. Super. Prima. Prima. Ah, da kommt schon der nächste. Klasse. Super. Wunderbar. Ja, der Wegführung kann man bei der Beleuchtung auch ohne Stirnlampe folgen. Man muss nur gucken, dass man nicht auf Hindernisse trifft. Jawohl, jawohl. Prima. Super. Ja, super, super. Machen wir was schneller. Klasse. Super. Prima. Super. Klasse. Prima. Super. 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 Prima. Mit der Nachtsichtkamera. Prima. Prima. Super. Mit der 178. Der Wasser war ganz schön schnell. Da hast du den Pass noch gekriegt, den Pascal. Herzlichen Glückwunsch, Angelika. Jopp und Jopp. Klasse. Ole. Ja. Ole, komm. Dich nehmen wir auch im Ziel auf. Schön, dass ihr zurück seid. Und die Stadtnummer nach hinten. Das geht so nicht. Immer schön die Stadtnummer vorne lassen. Dann können wir eure Namen rufen. So, mein Rückweg. Also ich fand das recht schön hier. Bin mal gespannt, was die Läufer dazu sagen. Aber das ist schon klasse hier. 5 Kilometer so auszuleuchten oder mit leuchtend zu markieren, ist schon nicht so wenig.
Und die Stimmung ist gut, die Musik ist gut, die ich natürlich YouTube-mäßig oder urheberrechtsmäßig nachher im Video ausblenden muss. Aber lasst euch gesagt sein, die Mucke hier ist gut. Hoffentlich kommt das gut an, denn ich finde es gelungen. Und falls ihr euch wundert, warum ich die Läufer nicht angeleuchtet habe, um ein vernünftiges Video von denen zu machen, ich glaube, das hätte die ein bisschen geblendet. Es wäre dann für die nicht so schön gewesen und Teilnehmer gehen ja vor, ne?